Ich habe wirklich alles erwartet, aber nicht das. Also, ich bin ja auch nicht. Digga, dein Ernst? Ist das Airbrush oder was? Das ist alles Airbrush. Digga, guck mal, das Kennzeichen. Digga, was habe ich getan, Alter? Ich bin doch geistig nicht mehr auf der Höhe. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu unserem, wie nennen wir den ganzen Spaß? CE500 Airbrush. Ich hoffe, ihr habt alle das letzte Video gesehen, wo wir die Karre hier abgeholt haben, gekauft haben. Jetzt sind wir gerade mitten in Österreich irgendwo, haben hier im Hotel gepennt und wollen jetzt mit diesem Auto weitere 600 Kilometer nach Frankfurt am Main fahren. Das Auto, wo hier die ganzen CL-Teile drin gestapelt sind, begleitet uns aber nicht weiter. Der fährt jetzt, mein Schwiegervater fährt direkt damit nach Wolfsburg wieder zurück, um die ganzen schönen Teile hier einzulagern. Bisschen kaputt, kein Problem. Und von Frankfurt am Main sind es dann nochmal weitere 400 Kilometer nach Hause. Da sind wir natürlich erstmal gespannt grundsätzlich, ob die Karre das hier schafft und ob die Karre das hier macht. Und dieses Video soll irgendwie heißen, dass meine Freunde reagieren auf meinen neuen CL500, auf diesen CL500. Die haben das Auto noch nie gesehen, die wissen nur, ich komme mit meinem neuen CL. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das wird, ob die Karre das durchhält, wie ich in Frankfurt angehalten werde, weil die Karre litauische Kennzeichen, MAE-Felgen mit Spurplatten hat, die absolut nicht eingetragen sind und alles. Alles klar, wir sehen uns dann auf der Autobahn, wenn wir mal wieder ein paar Kilometer machen. Mit unserem neuen Gerätchen. Mit dem S-Coupé auf 20 Zoll MAE. Let's go. Maschallah, sag einfach eine Hübsche, Alter. Drippy. Wir sind wieder in Deutschland. Germany. Jetzt haben wir den Vogel abgeschossen. Motorkontrollleuchte beim Caddy. So, was machen wir jetzt? Oh, was soll das denn? Ich dachte, wenn hier einer abkackt, dann ist das der CL, aber ich komme jetzt fast gar nicht mehr den Berg hoch. Scheiße, gerade wo wir in Deutschland sind. Ach, guck mal. Ich hoffe, wir machen jetzt einen schnellen Zündungswechsel und das Ding hier ist weg. Scheiße. Scheiße, ist wieder da. Ist wieder gekommen. Er nimmt doch kein Gas mehr richtig an. Oh, super. Heute ist Sonntag. Heute hat keine Werkstatt offen. Nirgendwo kann man auslesen. Scheiße. Jetzt schmeißt er zusätzlich sogar noch Motorkontrolle hinzu. Scheiße, Freunde. Also, Pidi ist nicht so begeistert. Aber Plan ist jetzt grundsätzlich, dass wir das so durchziehen. Dass wir das einfach mit der Motorkontrollleuchte so durchziehen. Weil es gibt keine andere Option, wie wir jetzt nach Hause kommen können. Wir müssen jetzt so weitere 500 Kilometer nach Hause, beziehungsweise eher. Jetzt müssen wir Geschwindigkeit aufbauen hier auf dem Beschleunigungsstreifen. Oh Mann, scheiße, Dicker! Doch, sieht schon cool aus. Ach was. Einfach die Cops waren im Drive-In hinter uns. Und dann sind wir hier zwei Straßen weitergefahren, wo wir einfach ein schattiges Plätzchen haben. Und die Cops verfolgen uns direkt und halten genau hinter uns an. Und wir dachten, ja, die nehmen jetzt die Karre hier hoch, ne? Dabei haben die einfach neben uns gestellt und ein bisschen was gegessen. Ich habe gerade quasi meinen gesamten Liter Pentonsin, den ich mit hatte, zum Notfall, da reingekippt. Weiß nicht, ob das so gut war. Na egal, wir trennen uns jetzt. Ich fahre mit dem heißen Hobel nach Frankfurt. Fadi kommt hoffentlich mit dem Hobel an, weil da jetzt immer noch die Motorkontrollleuchte an ist. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen und wie lange die ABC-Pumpe hier noch hält, weil die ganze Zeit ohne Dampf lief. Krass, Alter. Gucken wir mal. Auf nach Frankfurt, LA! Let's go jetzt hier. Also angekommen beim Ferdi, er feiert die Karre über alles ab. War unglaublich. Ein unglaubliches Fahrzeug. War auf jeden Fall eine Überraschung.
Ich habe wirklich alles erwartet, aber nicht das. Also ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich immer sehr spezielle Fahrzeuge, wo andere mit der Nase rümpfen, immer fahre. Aber das hat wirklich alles in den Schatten gestellt. Selbst für mich, muss ich wirklich sagen, Chapeau. Ich habe mir auch gesagt, ich nehme den Wagen direkt ab. Das wäre was für mich. Jetzt fahren wir hier mal und schauen mal so die üblichen Probleme. Die CL-Krankheiten sind ja mittlerweile auch wieder wie Brot und Butter mit dem Ferdi. Da habe ich ja schon alles durch. Von daher schauen wir jetzt mal durch, was hier alles so im Argen ist und was wir natürlich in einer kostengünstigen Reparatur noch ins Lot drücken. Pass auf, wenn du jetzt bremst, das Lenkrad macht gleich einen Backflip. Ja, okay. Das Lenkrad, das auch irgendwas, bei, das stimmt da nicht ganz. Aber schon, er fährt einfach über Rot. Es sind aber... Ja. Der Opa ist halt einfach... Er war so beeindruckt von dem Auto, da hat er noch auf die Ampel geguckt. Der hat einfach durchgezogen, Wahnsinn. Der Junge. Wahnsinn. Jetzt werden wir gleich hier mal die Königsteiner Poser-Runde fahren. Mal schauen, wie dieses Fahrzeug bei den Leuten ankommt. Als er gerade gekommen ist, kamen schon Leute an, dass wirklich, also ich glaube, mehr Flex geht nicht. Ich denke, mehr Flex ist nicht möglich. Ob die Leute es gefällt, ist natürlich eine andere Sache, aber die auffällig. Die gucken erstmal und müssen das einfach verarbeiten. Bin ich jetzt mal gespannt. Natürlich ist jetzt Sonntagabend nicht die beste Zeit, um sowas zu machen. Ach, wirklich? Hier durch? So, genau. Jetzt fahren wir hier links. Das ist immer die sogenannte Poser-Runde, die Königsteiner Poser-Runde. Die ich natürlich, da habe ich auch schon den einen oder anderen stehen lassen. Das muss man immer mal machen. Scheiße! Der Motor läuft nicht rund. Der Motor läuft nicht rund. Nee, ich finde. Er zieht nicht sauber durch, der schaltet komisch. Er schaltet ein bisschen spät, finde ich. Er schaltet spät, also ich würde mal die Tim Eckert-Methode würde ich mal auspacken. Bei Getriebe, bei. Leider, Entschuldigung, kommt gerade aus der Sauna, deswegen sind meine Haare. Ich wusste nicht, dass wir noch was filmen, aber. Für den Leon mach ich doch alles. Oder bei so einem Auto, ne? Bei so einem Auto, da fliegt, bestehen mir die Haare zu Berge, wortwörtlich. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen soll mit der Kamera. Es ist so eine Überreizung. Eine Reizüberflutung. Reizüberflutung. Sondergleichen. Also wirklich. Schön. Auch das Leder hier, toll. Ich habe ja selber noch nicht mal das Gefühl, dass das mein Auto ist. Ich habe ja eher das Gefühl, ich darf das Auto jetzt nur für zwei Tage haben. Man muss das erstmal realisieren. Da braucht man ein paar Nächte, das kenne ich. Ja. Aber er zieht echt scheiße, ne? Er zieht wirklich nicht gut. Er zieht leider wirklich nicht gut. Es ist mehr laut als Leistung. Es ist mehr laut als Vortrieb, habe ich das Gefühl. Ne? Also noch mehr, wie es beim CL eigentlich ist. Der Wandler rutscht. Ich habe das Gefühl, der Wandler rutscht. Guck mal, weil die Drehzahl steigt nicht. Auch du bist ja auf S, du bist ja nicht auf W. Das darfst du nicht vergessen. Er fährt ja im Ersten, sollte er im Ersten eigentlich anfahren. Und er dreht hoch, aber es kommt wenig Vortrieb. Da würde ich vielleicht mal gucken. Das hatte ich bei meinem auch gehabt, dass der Wandler sich durch die Hitze beim V12, vielleicht auch noch größer, durch die Hitze hat er sich eingefräst. Führt dann unweigerlich zum Getriebeschaden. Kannst du mal 3,5 abziehen, ne? Sozusagen. Hab ich bezahlt. Pass auf, sagen. Getriebe habe ich noch da liegen. Dann ist ja alles super. Können wir auch noch mal reinlatschen in den Koffer. Ich könnte das kostenlos hier einfach reinkloppen. Okay. Frage ist, ob das funktioniert, aber dieses 5G von Mercedes, das kann doch grundsätzlich gar nicht. Das ist die 5G-Tronic, ist eigentlich unzerstörbar. Ja, ne? Ich habe Angst, dass die litauischen Kennzeichen, wenn wir angehalten werden, mir zum Verhängnis werden. Ich habe keine Ahnung. Boah, da rasselt was, da funktioniert irgendwas nicht. Ich glaube, aber ist auch undicht oder so, weißt du? Ja. Wow, guck mal hier in der Scheibe, wow, Wahnsinn. Da gucke ich mich auch mal an. Hier, fähr mal in die Scheibe. Oh Mann, schön. Man sieht auf der Kamera, glaube ich, nicht so, wie das hier rüberkommt. Ja, also es ist auf jeden Fall in Live noch mal radialer, als auf der Kamera rüberkommt. Der CL an sich ist jetzt auch nicht schon das schmalste Auto, aber das ist... Soll ich mal mich an den Straßenrand stellen? Guck mal, die Jungs sehen wir jetzt schon zum dritten Mal. Die denken sich, die sind doch geistig nicht mehr auf der Höhe. Ist doch egal, die ärgern sich nur, dass sie zu Fuß unterwegs sind, wenn sie in so einem schönen Auto sitzen. Das, glaube ich, ist das Problem. Da steht die Polizei. Ah, das ist nicht gut. Jetzt fahr da nicht lang, du! Nein, nicht. So, meine Freunde. Der Trip geht so langsam zu Ende. Wir fahren jetzt mit dem ganzen Eumel mitten in die Frankfurter Innenstadt, was ein bisschen riskant ist, weil ich bin gutes Gewissens, dass das Ding alles legal ist und alles in Ordnung ist. Auch mit der Anmeldung, mit der Versicherung so. Aber wenn man angehalten wird, kann man halt nie wissen. Und Unwissenheit schützt ja auch bekanntlich nicht vor Strafe. Wir fahren jetzt aber mitten in die Frankfurter Innenstadt, um uns auch noch unter anderem mit Nino zu treffen, das Spiel zu gucken. Wir haben schon am Abend des nächsten Tages, der Perlik echt ein sehr guter Gastgeber gewesen, muss ich sagen. Und dann schauen wir nochmal, das war vom Leon Liepe, der hat die Karre jetzt schon gesehen, aber vom Liepe und vom Nino sogar noch die Live-Reaction. Sehr, sehr geil hier immer wieder in Frankfurt. Wir müssen jetzt erstmal die Rückbank frei machen, damit der Leon damit auch noch mitkommen kann, ne? In der Rakete hier. So ein Ding ist das nämlich. Freunde, ihr seht jetzt was richtig Gottloses, Alter. Digga. Leon, wieso?
Oh Mann. Kann noch nicht schlimmer laufen, Mann. Das ist mir wirklich echt zu unangenehm mit dem Auto so. Ich finde das super schön. Und jetzt nach Frankfurt. Halleluja. Freunde, was sagt ihr zu dem Schlitten? Wow, schicker Schlitten. Wow, schicker Schlitten, Alter. Das ist wirklich der heftigste und auffälligste CL auf MAE, der jemals, Dicker, ist krass, oder? Danke, Mann, danke. Bist der Erste, der sagt, der ist geil. Alle anderen lachen. Alright. So, meine Freunde, wir waren jetzt in der Bar, wir haben das Spiel geguckt, haben uns mit dem Nino getroffen. Der Nino hat jetzt aber immer noch das Auto nicht gesehen. Und ich kriege jetzt Ninos Live-Reaction. Nino hat das Fahrzeug noch nicht gesehen. Cannabis. Ich habe sogar extra hier im Büro gestanden. Ja? Komm. Ready. Der wildeste CL Deutschlands, guck ihn dir an. Let's go. Ja? Ja. Steht direkt hier. Der steht genau hier, Digga. Ja, nochmal kurz ein bisschen einspannen. Freunde, heute haben wir verloren gegen Spanien, alles klar, kein Problem. Alte Glaufel, wir sind die, haben Herz gegeben, alles klar, Spirilla. Auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt das neu aktivierte Kfz des Motorrads an. Ich sehe schon ein bisschen was Glitzern aus dem Augenwinkel. Komm, jetzt dreh dich um, Digga. Alter, was ist das, Digga? Hä? Digga, dein Ernst? Ist das Airbrush oder was? Das ist alles Airbrush. Digga, guck mal, das Kennzeichen. Boah. Weißt du, was das hier heißt? Keine Ahnung, das muss der Airbrush oder so gewesen sein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist mal eine heiße Rakete, oder? Also, ich denke mal, das ist schon dezent Breitbau, oder? Das ist genau der Breitbau, den ich noch daheim liegen habe. Genau, genau. Das ist eins zu eins das gleiche Ding. Also. Nur, das ist fertig. Das ist dran gebaut, richtig. Das sieht schon echt fett aus, Alter. Das ist so krass, wie das auch ist. Irgendwie ist es cool, oder? Ich sag dir ehrlich, ich finde das schon wirklich Schmackofazo. Aber wo du mir ein Bild geschickt hast, der Innenraum, darauf bin ich wirklich gespannt. Dieses Braune sehe ich schon ein bisschen durchschimmern. Der Innenraum ist komplett nachbeledert mit Bentley-Leder. Alcantara hier in der Mitte. Alter. Ey, wenn das hier nicht die sexieste Türpappe Deutschlands ist von CL, weiß ich auch nicht. Boah, mit Alcantara. Du hast gesagt, ja? Ja, mit Alcantara in der Mitte. Guck mal hier, das Leder wirklich wie nagelneu, Digga. Real Talk, das Leder fühlt sich auch richtig schön weich an. Fass mal an. Viel geiler wie im Serien-CL, gerade nach dem Alter, ne? Das riecht doch noch geil, wie neu, Alter. Das ist wirklich. Und kannst du jetzt verstehen, warum ich nicht damit unnötig durch Frankfurt fahren wollte? Aufgrund litauischer Papiere. Ja, die Felgen sind nicht eingetragen auf die Spurplatten. Keine Ahnung, was die Polizisten dazu sagen. Ich bin erstens komplett fertig mit der Welt wegen dem Spiel heute. Ja, dann habe ich noch mal ein bisschen Frust gealgt. Dann sehe ich das hier. Und dann bist du fertig. Baby! Das ist schon echt eine wilde Sache. Aber zwei Sachen habe ich auszusetzen, Leon. Noch? Wie immer, ne? Einmal kein Kieleskur, was ich reparieren kann. Und Nummer zwei. Keine Lit MAEs, Bruder. Sorry. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Keine. Fühle ich Design geil. Keine keine richtigen OGs. Was hast du für den Kfz gesagt? Sei doch mal ehrlich. Das ist ein 500er. Mit MAEs. Digga, gib dir mal diese Lackierung, Digga. Sieht hier nicht aus wie einfach das so eine Folie. Das ist auch krass. Feier ich extrem. Ja. Ist das echt lackiert? Deine Reaction haben wir ja gar nicht hier, ne? Leon Liepe, bekannt aus Funk und Fernsehen auch, natürlich die Live. Das wollen wir jetzt hier nicht missen, ja? Wir machen das zusammen, Junge. Nee, aber ja, hin und her gerissen von meinen Gefühlen. Hin und her gerissen. Für mich viel zu übertrieben. Du fährst durch die Stadt, du fährst auf der Autobahn, alle gucken, alle machen. Viel zu krass für mich. Ursprünglicher Plan mit diesem Auto. Dass du das feierst. Ich feiere das überhaupt. Ganz klar. Ich feiere das nicht, Digga. Du brauchst jeden Zähl. Jeden. Nee, wie? Von der Aufmachung her, verschiedene Bodykits, verschiedene Farben, Lackierungen, Airbrush, okay, Airbrush, du? Ja, genau. Ja, ich baue mir gerade alles. In deinem CL-Museum darf nichts fehlen. Ich bin gerade dabei. Du bist auf dem besten Weg. Auf dem besten Weg, Freunde. Nee, aber geil. Es ist, ja. Ist halt krass einmalig. Ist krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, persönlich würde ich es nicht machen. Ich bin ja eher Understand Chef Limousine. Natürlich. Das ist halt wirklich. Pass auf, ich habe das Auto auch gesehen.
und dachte so, okay, ein bisschen Welle machen auf YouTube, ein bisschen, ne, hier Aufmerksamkeit irgendwie ziehen. Irgendwie müssen ja die Publicity ein bisschen Clickbait. Aber ich habe mit diesem in echt gar nicht gerechnet, dass ich an der Tanke stehe und die Leute kommen zu mir und fragen, was das ist. Das ist halt krass, ne, dass jeder schaut, das egal wer, ob Oma, Opa, Tante, das kleinste Kind, bei uns vor der Haustür fährt einer vorbei, schaut nochmal, fährt zurück und musste sofort sein Handy raus. Und kannst ja mal einblenden, den Clip. Da muss er sein Handy rausholen, Alter. Der kann es gar nicht glauben, Alter. Der kann es wirklich nicht fassen. Mobiler. Machst du dich auf den AMG bereit? Ich check schon mal hier die Lage auf jeden Fall. Ja gut, das ist hier... ein AMG. Mal am Morgen. Vater. Nino, komm mal her. Dir ist klar, dass du hier dein Absperrband noch. Achso, das war noch vom Spiel, das ist mein Souvenir, das nehme ich mit nach Hause. Für unsere Niederlage. Gerade von hinten, Dicker, das wird halt noch kalter. Also eigentlich Sound? Nö. Komplett leise. Also lieb bestartet das ganze Bums nochmal. Wie gesagt, ist nichts Wildes, originale Entsch. Die Tiefgarage macht's, tut natürlich sein Übliches. Hey Leon! Gib nochmal. Schalt doch mal in neutral und geh von der Bremse runter. Dann fährt der gleich hoch. Ach so. Neutral. Ah, siehst du den alten 220er, 250er Experten, der die Tricks kennt? Das ist ein V8, Digga. Ja. Also, da würde ich sagen, wird jetzt Frankfurt unsicher gemacht, oder? Aber, also ich bin jetzt wirklich erstmal gespannt auf den Fahreindruck von dem Ganzen. Du nimmst uns jetzt mal eine schöne Runde. Fährt sich wie eine Tüte Mücken. Nee, Motor läuft... Dicker, das ist wie Massagesitze, nur dass das Auto keine Massage... Motor läuft unrund, er hat keine volle Leistung, irgendwas im Getriebe, er schaltet nicht ordentlich runter. Ja. Der ruckelt halt. Und von den Rädern, von dem Stand, weil der stand die letzten paar Monate, Jahre immer gut, die wurden nicht so viel bewegt. Ja. Oder halt Radlager ausgeschlagen, weil Lenkrad wackelt auch ein bisschen. Also es fühlt sich wie eine Tüte Mücken. Okay. Also komplett Kacke. Ja gut, nee, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Du hast ja dich hier bereit erklärt, nach der Niederlage eine schöne Runde uns hier zu fahren. Also der Innenraum ist wirklich... Und dann habe ich auf jeden Fall einen guten Schock hingelegt mit der Karre. Bisschen Frankfurt auch auf den Kopf gestellt, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Lasst ein kostenloses Abo da, einen Kommentar für den Algorithmus. Checkt meinen Instagram-Account aus. Und dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Bleibt frisch zwischen den Ohren.